In der linken Ecke, der King of Hentai, der perverse Rächer, der Leiter des Powergirl Fanclubs. Heute vertritt er Poison Ivy, Faustus. Ja, das bin ich. Da hast mich gerade ziemlich gut getroffen. Dich unterstützen werde ich heute als Killer Frost. Dann haben wir noch in der rechten Ecke das gegnerische Team. Professioneller Wolverine-Imitator, Thumbnail-Model, das Biest mit Herz. Heute Catwoman, Comic Engine. Hallihallo, freut mich sehr. Und es ist schön zu hören, dass ich immer noch das Biest mit Herz bin. Und wir haben heute eine Neuheit, das hatten wir bisher noch gar nicht, eine weibliche Person in einem Versus-Podcast. Das verdient allein schon ein Like von euch. Cosplay aus der Dimension X, zweite Vizeleiterin des Harley Quinn Fanclubs, die rote Gefahr, heute Black Canary, super fancy. Hallo, nette Beschreibung. Also ich habe Poison Ivy, die halt mit richtigen Namen Pamela Lillian Eitley heißt. Ihr erster Auftritt war in Batman Nummer 181 vom Juni 1966 und wurde erschaffen vom Autor Robert Cunningham und dem Künstler Sheldon Modoff. Die Figur von Poison Ivy wurde inspiriert durch eine Figur aus einer Kurzgeschichte von Nathaniel Hawthorne. Jedenfalls geht es darum, eine Frau, die nach einem missglückten Experiment eine menschliche Giftfabrik war. Und das ist auch so ein bisschen etwas, was in Ivy übernommen wurde. Hat sie aktuelle Comic-Auftritte? Ja, sie ist eigentlich immer irgendwie mal ein bisschen vertreten. Gerade bei den Bombshells gerade war sie eigentlich dauerhaft dabei. Sie hatte letztens eine eigene Miniserie gehabt. Und eigentlich ist sie immer mal ab und zu bei Batman dabei. Oder bei Batwoman oder in irgendwelchen Batman-Vertreter-Comics. Oder bei Harley Quinn als Freundin. Ja, stimmt, bei Harley. Viele von euch kennen den Charakter jetzt mittlerweile durch die Serie. In den Comics ist allerdings Caitlin Snow noch relativ sehr jung. Natürlich ist sie auch von DC Comics, wer hätte das gedacht. Ihr Erfinder ist denn Jürgens eine Comic-Legende, den wahrscheinlich die hartgesoffenen Comic-Fans von euch auch kennen müssen. Der hat doch auch Booster Gold erschaffen, oder? Unter anderem. Dann, was hat sie noch? Genau, sie kam zum ersten Mal vor, zumindest im New 52, in The Fury of the Firestorm Nummer 19. Sie erschien im Juni 2013. In Rebirth hatte sie zum Beispiel zuletzt ein kleines One-Shot und soll jetzt angeblich teils des Justice League of America Team, glaube ich, werden. Habt ihr davon auch gehört, es kommt ja so ein Event, Justice League vs. Suicide Squad, ne? Daraus folgt dann irgendwie ein neues JLA-Team, soweit ich weiß. Und da sind auch unter anderem einige Justice League-Mitglieder, aber auch einige Suicide Squad-Mitglieder. Ich habe Black Canary. Ihr richtiger Name ist Dinah Lance. Sie ist aus dem Hause DC, wer hätte es gedacht. Sie wurde geschaffen von Robert Kaniger und Carmine Infantino. Und ihr erster Auftritt war in den Flash-Comics Numero 86, 1974. Und aktuell war sie das letzte Mal vertreten in den Gotham Academy Comics, soweit ich weiß. Und das war letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die Black Canary ist, aber in der aktuellen Green Arrow-Reihe durch DC Rebirth ist sie auch, glaube ich, vertreten als fester Sidekick, beziehungsweise Love Interest. Ich habe leider nicht wirklich eine Ahnung von den Comics, weil ich sie nur aus Arrow kannte. Ich glaube, so ging es aber in den meisten. Was ich aber noch einwerfen müsste, ist, wenn jetzt im Laufe der Zeit irgendwelche Fehler gemacht werden, ich bin selber auch kein großer Experte, das Problem an Black Canary ist, das habe ich auch selber gemerkt, das ist einer dieser DC-Charaktere, deren Origin immer wieder neu überschrieben wurde praktisch. Oh, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was noch Canon ist. Es gibt dann auch noch mehrere so Geschichten, wo sie dann ihre Gedanken in das Baby reingemacht haben und so weiter und deswegen ist es relativ kompliziert. Selina Kyle, damals noch The Cat, hatte ihren ersten Auftritt im ersten Batman-Heft, also von der Comicserie, die auch so betitelt war, und wurde geschaffen von Bill Finger und Bob Kane als Kontrastfigur zum männlichen Batman. Das war 1940, das müsste im Frühling gewesen sein sogar. Und also Rebirth weißt du gar nichts von, ne? Nee. Solange ich weiß, hat sie jetzt keine eigene Serie, aber sie kam ja vor in der Batman-Serie bei Rebirth, und zwar in der Storyline I'm Suicide, wo sie irgendwie versuchen, auf diese Insel zu kommen, wo Bane das Gefängnis kontrolliert und Catwoman soll sie dann sozusagen einschleusen. Caitlin wurde als Experte in Thermodynamik von Star Labs zu einem Außenposten in der Antarktik geschickt, um an einem Projekt von der bereits verstorbenen Wissenschaftlerin Louise Lincoln zu arbeiten. Nach der Fertigstellung stellte sich heraus, dass ihre Mitarbeiter Hive-Agenten sind. Im Gefecht wurde sie dabei in einen Unfall verwickelt, wodurch sie ihre Kräfte bekam. Nun ist sie eine Wärmevampirin, die nur überleben kann, wenn sie die Wärme von anderen absorbiert. Pamela Lillian Eisley wuchs als verwöhntes Einzelkind wohlhabender Eltern in Seattle auf. Trotz ihrer Schönheit war sie allerdings unsicher, in sich gekehrt und emotional alles andere als stabil. Da sie ihre Kindheit deshalb ohne Freunde verbracht hat und ihr niemals Blumen geschenkt wurden, begann sie schon in jungen Jahren mit der Züchtung von Rosen. Ihr Interesse an Pflanzen wuchs so weit, dass sie sogar nach der Schule Botanik studiert hat. Dabei verliebte sie sich in ihren Mentor Dr. Jason Woodrow, der ihre Gefühle aber nicht erwiderte. Er nutzte sie sogar aus, um sie zu verführen und zu überreden, als Versuchsobjekt für seine Experimente herzuhalten. Somit verabreichte er ihr ein
ein Serum, das sie zu einer menschlichen Pflanze mit außergewöhnlichen Fähigkeiten mutieren ließ. Ihre herausragende Schönheit verlor sie dabei aber nicht. Allerdings ist ihre Sexualität etwas schwammig seitdem, da sie den Geschlechtsakt schon mit Männern, Frauen und einmal sogar mit einer Pflanze vollzogen hat. In letzter Zeit sieht man sie oft bei Liebeleien mit ihrer besten Freundin Harley Quinn und es gab auch schon Andeutungen, dass tiefere Gefühle im Spiel sind. Dinah Laurel Lance ist die Tochter der ursprünglichen Black Canary Dinah Drake Lance und dem Police Officer Larry Lance. Obwohl ihre Mutter es verbot, wollte die 19-jährige Dinah ihren Eltern nachstreben und gegen das Kriminelle in der Welt kämpfen. Sie wurde von Ted Grant oder auch Wildcat trainiert. Sie adaptierte das Kostüm ihrer Mutter neu und stellte sich rasch ihren ersten Gegnern. Als ihre Mutter herausfand, dass Dinah entgegen ihres Willen gehandelt hatte, gerieten die beiden in einen heftigen Streit und Dinahs Kräfte zeigten sich zum ersten Mal, und zwar ihr Sonarstrahl. Es wurde vermutet, dass ihr Metagen von der Strahlung von Green Lanterns Ring oder Johnny Thunder Thunderbolt aktiviert wurde. Sie ist die erste der Familie mit Kräften und sie ist eins der Gründungsmitglieder der ersten Justice League. Also, Selina Kyle wurde von ihrem jüngeren Bruder Aiden getrennt, als sie ganz klein waren und kam in ein Heim. Dort wurde sie von Miss Oliver darin ausgebildet zu klauen. Jahre später, hier ist so ein schwammiger Sprung, wurde sie Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro, versuchte dann ihre eigenen Akten durchzugehen, um ihren Bruder wiederzufinden. Da hat sie was herausgefunden über ihre Identität, weswegen man versuchte, sie umzubringen, was dann so ein bisschen Batmans Rückkehrmäßig für sie gelaufen ist, weswegen sie dann von einem Dach geschmissen wurde. Das hat sie überlebt und wollte dann halt auf eine andere Art und Weise an die Unterlagen kommen, entschied sich für das Catwoman-Alter Ego, musste dann aber feststellen bei einem Einbruch, um nochmal an ihre Daten zu kommen, um ihren Bruder zu finden, dass diese in der Zwischenzeit schon verschwunden waren. Und seither arbeitete sie dann als Diebin und noch etwas später fand sie ja heraus, dass sie die Tochter des Gangsterbosses Rex Calabrese ist und übernahm dann auch sein Imperium. Die Stärken von Poison Ivy. Da wäre zuerst mal ihre unglaubliche Schönheit, die Männer sowie Frauen ihren Bann ziehen kann. Außerdem ist sie sehr intelligent, sie hat ja schließlich auch studiert, wobei ihr Spezialgebiet dann natürlich auf Pflanzen liegt. So, dann kommen wir jetzt mal zu ihren Metafähigkeiten. Sie kann Pheromone absondern, mit denen sie Menschen beiderlei Geschlechts kontrollieren kann und dazu bringen kann, halt zu tun, was sie möchte. Das habe ich jetzt nirgendwo gefunden, das ging so aus Comics raus, die ich gelesen habe. Sie kann es immer nur bei einer Sorte. Also, wenn sie gerade so ein Pheromon absondert, was Männer nach ihr verrückt macht, dann kann sie nicht gleichzeitig eins absondern, was sie, also was auch Frauen nach ihr verrückt macht. Außerdem ist sie immun gegen die meisten Gifte und ihr Körper ist eigentlich auch so eine Art Giftfabrik. Sie kann ihren Körper Gifte produzieren und das je nach Maß, wie sie will. Also sie kann sehr starke Gifte produzieren, sie kann aber auch ziemlich schwache produzieren. Also sie kann jemanden leicht vergiften oder sie kann auch jemanden so vergiften, dass ja, sie ihn dann gleich damit umbringen kann. Die Gifte halt werden immer durch entweder oralen oder genitalen Körperkontakt verbreitet, also wieder Küssen oder ja, Geschlechtsverkehr. Und außerdem kann sie Pflanzen kontrollieren und das sind so einer richtig krassen Art. Sie kann Pflanzen mega schnell wachsen lassen. Sogar ein kleines Blatt oder ein kleiner Ast würde ausreichen, um aus Arkham auszubrechen, weil sie daraus einfach so einen riesen Ranken Pflanzen machen kann, damit alles weghauen kann. Und sie ist sogar so stark, wie ich in Gotham City Sirens gesehen habe, dass sie schnell eine Pflanze aus dem Boden so groß wachsen kann, dass sie damit ein umfallendes Gebäude aufhalten kann. Sie ist und eigentlich so eine Art Göttin. Eingeschränkt, aber kann man so indirekt sagen. Sie nutzt auch die Pflanzen, um zu hören und zu sehen, oder? Davon habe ich leider noch nichts mitbekommen. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, dass ich das schon mal irgendwo mitbekommen habe. Da müsste ich aber jetzt auch mal ihre Schwächen aufzählen. Sie hat nämlich eine Allergie gegen Pestizide und blattfressende Insekten und auch gegen halt andere Dinge, die Pflanzen nicht gut tun, wie zum Beispiel extreme Trockenheit oder Feuer. Außerdem verfügt sie über keinerlei Nahkampfskills. Killer Frost. Was hat sie? Natürlich, das kann man sich denken, sie kann Eis und Kälte manipulieren. Sie ist dazu imstande, aus allem die Hitze zu entziehen, beziehungsweise die Wärme, was sie auch zum Wärmevampir macht. Sie kontrolliert und generiert Kälte, also Eis und Böe. Sie reduziert dabei in ihrem Umkreis die Temperatur von Lebewesen. Und dann hat sie ja noch andere Fähigkeiten. Sie ist zum Beispiel Expertin in Thermodynamik und in Maschinenbau. Erste Stärke ist natürlich der Sonarstrahl, der Sachen auch zerplatzen lassen kann und die Sachen vibrieren so, dass es natürlich auch Gewebe und so weiter schädigt. Dann hat sie eine Martial Arts Ausbildung und zwar die beste und somit kann sie sehr gut kämpfen und sie hat auch eine taktische und strategische Ausbildung und ist dadurch auch sehr, sehr clever. Und sie ist durch die Ausbildung auch sehr stark und kann zum Beispiel das Doppelte ihres Körpergewichts heben. Und das Tolle ist, sie zählt zu den besten Kämpfern des DC Universe, zumindest von unserem Planeten. Ich könnte auch noch was ergänzen, nämlich der Sonarstrahl
kann Menschen töten, wenn sie das zu nah an Gegnern einsetzen. Alles über 200 Dezibel ist tödlich für einen Menschen. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn sie gegen Black Bolt kämpfen würde. Ich glaube, der Schrei von Black Bolt ist um einiges heftiger noch. Hieß doch mal, dass Black Bolt, genau, das war hier im Infinity-Event, da wurde doch gesagt, dass Black Bolt eine Stimme hat, die den Himmel zum Einsturz bringen kann. War auch immer so gestellt, wenn er allein schon flüstert, kann er damit schon ein ganzes Gebäude niederbringen. Hat aber nicht gereicht, um Thanos zu besiegen. Weißt du bei der Black Canary, was ihre Ausrüstung ist? Ich denke, dass sie einfach nicht wirklich eine krasse Ausbildung hat. Also sie hantiert jetzt eigentlich nicht mit Waffen oder so, würde ich sagen. Sie hat verschiedene Waffen, die auf Schall basieren, zum Beispiel auch Schallbomben und sowas. Ja, genau. Die halt ihren Schrei eigentlich wiedergeben. Sie hat Gaskugeln, um halt zu entfliehen. Und das ist immer wieder unterschiedlich, aber ab und zu benutzt sie auch ein Bow. Das ist so ein Kampfstab. Also, was ich weiß, ist, dass sie halt ihr Motorrad hat, aber das würde ich jetzt nicht als Ausrüstung zählen. Ja, aber sie ist damit auch unterwegs. Also würde ich schon so sagen, dass wenn der Kampf anfangen würde, dass sie auch mit Motorrad unterwegs wäre. Das würde nur fair sein. Kann ja umfahren, die Leute. Eben. Und dass sie ja trotzdem noch ihre Ausrüstung hat. Das heißt, ihre... So ein richtiger Plot-Twist. Sie überfährt einfach die anderen. Insgesamt ist zu sagen, sie ist eine wunderbare Akrobatin und sie bewegt sich auf so eine graziöse Art und Weise, dass man schon annehmen muss, dass sie selber eine Art Superwesen ist, was natürlich nicht so ist. Sie ist in mehreren Kampfsportarten trainiert worden, auch von Wildcat und dem sogenannten Armless Master. Und sie ist halt auch sehr clever dabei, versucht sich ihre Kräfte einzuteilen, ist aber auch so, dass sie dann die auch schon mal eher eine Flucht annimmt, anstatt weiter zu fighten, um sich ihre Kräfte wirklich aufzusparen oder mal aus dem Hinterhalt anzugreifen. Sie ist ausgebildet im Boxen, Capoeira, Hapkido, Jiu-Jitsu, Dragon Style, Kung Fu und Karate. Ja, und sie ist natürlich auch, wie gesagt, wenn sie abhaut und einen sneaky Angriff macht, ist sie so stealth-mäßig unterwegs. Das hat sie auch sehr gut drauf. Ja, sie ist eine wunderbare Diebin. Sie ist planvoll, taktisch bei ihren Raubzügen. Also es gibt kaum eine Falle, die sie nicht umgehen könnte. An Stärke kann man sagen, ist sie in etwa auch so wie die Black Canary in der Lage, ihr eigenes Körpergewicht doppelt zu heben. Und sie ist halt stark genug, um sich auch durch die Gegend zu schwingen, ohne Schäden davon zu tragen oder auch Landungen aus größerer Höhe schafft sie problemlos. Zwei Fähigkeiten, die noch für den Kampf zwar nicht wirklich relevant sind, aber für den Charakter an sich ist zum Beispiel das Lockpicking, also Schlüssellöcher knacken, und sie ist Meisterin der Verkleidung zum Beispiel. An Equipment, was sie mit in den Kampf bringt, ist eine Peitsche. Das ist natürlich auch was, wo man trainiert sein muss, weil sonst haut man sich das Teil selber um die Ohren. Das heißt, das ist eine Waffe, die sie mitbringt, die nicht direkt von einem Gegner so genutzt werden kann. Ja, ansonsten hat sie eventuell, das ist aber sehr selten gesehen, auch Betäubungspfeile dabei, die sie werfen kann. Also eher so dartmäßig oder auch Schlafgas. Und das hat sie auch schon mehrmals in Comics benutzt. Auf einmal Bolas. Weißt du, was Bolas sind? Das sind diese Teile mit diese Schnüre mit diesen zwei Kugeln dran, die man der gegen um die Beine wirft, oder? Genau, damit er hinfällt. Und dazu hat sie noch ein, das hat sie aber nicht immer dabei, ein American Derringer Model 1. Das ist eine Schusswaffe. Das wird von den meisten vergessen. Ihr Kostüm ist auch an sich Equipment, weil ihr Kostüm liefert einen minimalen Schutz gegen Kälte, Nässe, Feuer und so. Sie hat Klauen an dem Kostüm dran. In dem Sinne, also es ist quasi auch ein Kampfanzug. Ist auch kugelsicher? Das nicht mehr. Ich würde mal sagen, ich hau einfach mal direkt das erste Argument raus, was leider gegen uns spricht, aber das ist nur logisch. Ich meine, wir haben einen Charakter, der mit Pflanzen spricht und Pflanzen benutzt im Kampf, und einen Charakter, der Eis benutzt. Ist ja klar, dass sie, wenn sie zusammen die erste Attacke machen, sich irgendwie in die Quere kommen würden und dann erstmal anfangen zu streiten, weil ich ja die Pflanzen von Ivy ja zerstöre und töte. Das ist Blödsinn. Wie sollten wir uns streiten? Wir können unsere Angriffe doch auch so aufeinander abstimmen, dass es funktioniert. Ich kontrolliere Pflanzen und bin eine unglaubliche Schönheit, und du kontrollierst Eis. Wir sind Göttinnen und unsere Gegner sind Silvester und Tweety. Ich meine, kennst du das nicht so aus den ganzen Cartoons, wo zwei Villains wieder mal ein Team-Up machen und dann kommen die sich einfach... Ja, das ist klischeehafter Blödsinn. Außerdem sind das meist die männlichen. Ich meine, wir spielen gerade die Frauen. Ich meine, wir sind eigentlich der ruhigere. So würde ich das nicht sagen. Würde ich auch nicht unterschreiben. Aber überleg doch mal, wenn es darum kommt, wir begegnen uns jetzt alle spontan, aber wir wissen... Poison Ivy ist doch voll hormongesteuert, Mann. Und wir wissen jetzt direkt, dann fang ich einfach an zu kämpfen, und falls ich mal irgendwie Probleme brauche, dann greifst du einfach ein. Ja, das schon. Das ist ja auch das Ziel dabei. Ich habe ja das irgendwie so filmisch vorgestellt, dass wir uns jetzt beide... Geht das für die Gegner auch gerade Catwoman? Ja, aber die stehen sich nicht so im Wege. Gerade Catwoman hat einen grässlichen Charakter und die kann mit niemandem zusammenarbeiten. Es geht nicht um den Charakter, es geht darum, dass unsere Kräfte so verschieden sind und ich zerstöre das, was wir am liebsten... Das geht nur darum, es geht nicht darum, ob die verschieden sind, es geht bloß darum, wie man damit umgeht. Du stellst uns gerade total dumm da. Okay, schon gut. Als ob wir irgendwie gar nicht wissen, was wir damit machen. Ich wollte dem gegnerischen Team ja nur helfen, weil du ja meintest, es ist voll überpowered, aber okay. Ja, auf den Schluss kam ich aber auch. Also rein theoretisch ist nämlich Killer Frost und Poison Ivy widersprechen sich total von den Kräften. Man kann nicht sagen, man arbeitet zusammen und es klappt 100%. Zumindest ist es ja wahrscheinlich ja so, dass wenn man die erste Attacke zusammen macht, dass
dass man sich in die Quere kommt und anfängt zu streiten. Ja, eben von der Verständigung eben auch. Also wenn, die greifen einfach wahllos an. Ihr sagt ja nicht wirklich, okay, du gehst jetzt nach links und ich gehe jetzt nach rechts. Sondern ihr greift dann einfach an, wie ihr uns seht. Und dann kann es schon passieren. Wenn es darum geht, die erste Attacke zu landen, dass wir uns da erstmal in die Quere kommen. Nein, das ist nicht ein. Du weißt gar nicht, was meine erste Attacke sein soll. Ja, warte, hör mal zu. Wenn ich schon den Boden einfriere und dann streiten wir uns wieder, weil ich ja deine Pflanzen töte, dann nützen das die Gegner aus, um den ersten Schlag zu landen. Danach können wir aber unsere Streitigkeit beiseite legen und dann werden wir erst richtig lernen, zusammenzuarbeiten. Aha, die Gegner nicht. Das ist so, als würdest du Catwomans Katzen töten. Dann würde ich auch erstmal sagen, yo, Bro, was machst du da, weißt du? Yo, Bro. Und was wäre schlecht, wenn ich jetzt Catwomans Katzen töten würde? Das würde uns auch nur helfen. Das war jetzt ein Beispiel, wir kämpfen ja in einem Kampf in einer Stadt ohne Menschen und ohne Tiere, aber mit Pflanzen und Insekten. Es geht ja darum, dass sich die Fähigkeiten widersprechen, rein theoretisch. Ja, aber... Aber Catwoman und meine Fähigkeiten widersprechen sich ja nicht, wenn wir angreifen. Natürlich könnte ich auch Catwoman kaputt machen, gut, rein theoretisch mit meinem Schrei, aber... Also wird einfach mal davon ausgegangen, dass wir so dumm sind und nicht wissen, wie wir unsere Fähigkeiten eingreifen müssen. Na doch, natürlich hat das was mit dumm zu tun. Es hat was mit ungeplant zu tun. Lass mal los, es geht nur um einen Punkt, wir machen danach weiter. Es ist ja nur ein Szenario. Mit ungeplant hat es was zu tun. Dann von mir aus, dann lass es einfach so stehen dann. Schiedsrichter, sag bitte deine Meinung. Eis und Pflanzen, das widerspricht sich irgendwie. Wie Feuer und Wasser. Deswegen würde ich dem gegnerischen Team den Punkt lieber geben. Aber man muss aber auch fair sein und sagen, dass ich auch Catwoman verletzen könnte mit meinem Schrei aus Versehen. Das kann halt immer mit einem Kampf passieren, wenn man unvorsichtig ist. Aber mir geht es halt darum, wenn es darum geht, erstmal die erste Attacke zu machen, wir stehen uns gegenüber und wollen beide erstmal angreifen, dann ist es erstmal so, wir müssen erstmal die Kräfte des anderen kennenlernen. Und dann würden wir uns halt in die Quere kommen. Dann wieso greifen wir überhaupt an? Wieso greifen die Gegner nicht an und wir reagieren? Das ist einer der Szenarien. Das ist doch nur ein Punkt. Ja, lass okay. Ja, ich, ja gut, nein, das ist okay, dann lass ich jetzt so. Perverse ich würde Black Canary einfach mal brüllen lassen und gucken, was euch passiert. Ach, wir haben gar nicht die Teamnamen bestimmt, gell? Wir brauchen noch so schicke Teamnamen. Wir sind Team Gelb. Team Hashtag Dr. Katz oder was? Achso, okay, ich hätte eigentlich Team Gelb oder gesagt. Katzus. Aber wir sind Katzus. Das gegnerische Team hat Hashtag Super Engine. Silvester und Tweety. Naja, wenn man überlegt, was meine Stärken sind, würde ich sagen, ich würde schreien. Und das ist immer, glaube ich, relativ effektiv. Außer ihr seid mega weit weg. Okay, es ist klar, dass du deine Kräfte nutzen kannst, aber hast du damit irgendwelche Strategien oder wie würdest du vorgehen? Also ich würde meinen, ich könnte jetzt ganz schnell eine riesen Pflanze aus dem Boden zaubern. Ja, ich kann natürlich auch Unkraut benutzen, was unter der Straße und so wächst. Ja, die würden dann einfach mal deinen Schallschrei abwehren. Naja, die Pflanze würde ich wahrscheinlich auch wenigstens stark schädigen mit der Vibration. Ja gut, aber ich stehe dahinter und bleib unverletzt. Ich kann schon meinen nächsten Angriff vorbereiten. Und wenn Catwoman irgendwie dahinter stehen würde und euch ablenken würde und ich würde von hinten kommen. Ja, aber wenn Catwoman kommt, dann kommt Killer Frost und wird die einfrieren. Nein, das geht nicht, aber ich würde das als Combo-Attacke nehmen. Also ich würde das eher als Ablenkung nehmen, den Schrei, weil in dem Moment ist einfach eine Schwäche da, die meinetwegen durch jede Zellmembran durchgeht oder die erschüttert oder zum Vibrieren bringt, halt aus der normalen Fassung wirft und dann könnte man einen Angriff starten. Ich sehe das irgendwie als einen Leerlauf, weil während beide benommen sind, noch durch den Schrei, kannst du halt maximal nur einen angreifen mit deinen Krallen oder mit einem Tritt oder sowas. Und dann würde der andere dann wiederum reagieren und dich dann halt aus der nahen Distanz halt. Wie wären die Möglichkeiten, dass Catwoman aber auch in Nähe des Schreis ist, natürlich auch beeinflusst wird? Die steht ja auch nicht gerade sehr weit davon weg, vermute ich mal. Aber die kann das ja umgehen, beziehungsweise so dran vorbeilaufen. Ja, der Schrei, der ist doch eher richtungsorientiert. Also natürlich. Wäre das nicht aber trotzdem ein lautes Geräusch, was sie irgendwie stören und beeinträchtigen würde? Also es wäre strategisch einfach schlau, wenn du zum Beispiel Unkraut direkt unter ihr erscheinen lässt und das dann halt wie ein Hentai halt sie so umwickelt. Das hatte ich mir tatsächlich schon für später noch aufgehoben. Ich sag mal so, wenn sie jetzt schreien würde, dann wäre Poison Ivy und Killer Frost wäre natürlich ziemlich verwirrt und würden natürlich ihre Hände vor ihren Ohren halten und würden halt nicht über eine Taktik nachdenken. Wird halt wehtun an den Ohren. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass sie jetzt Taktiken entwickeln, wie sie halt das gegnerische Team besiegen könnten, wenn sie halt so schreit. Okay, versuch das jetzt mal zu übertragen, auf das, was wir gerade gesprochen haben, dass man das als Ablenkung nutzen könnte, ob dann Catwoman noch vorbei am gebündelten Schall vorbeilaufen könnte halt eben, oder ob Nein, sie auch... Nein, das könnte sie nicht. Catwoman würde dann, das wird auch für Catwoman wehtun. Das würde dann halt kein was bringen. Wie Franzi, du hast ja beschrieben, wenn man das halt direkt vorne machen würde, das könnte den auch töten. Ja, oder Catwoman ist halt weit weg und die würde dann schreien und dann würde Catwoman erst kommen. Das würde gehen. Würdest du auch da jetzt einen Punkt übergeben? Also es geht wirklich darum, so Momente, Überraschung, ach, wir kontern jetzt, wir greifen euch an und lenken euch dabei ab. Nein, da kriegen die keinen Punkt für. Schiedsrichter, was sagst du? Also ich finde schon. Nee, doch, ich gebe doch lieber keinen Punkt, weil
weil das ist irgendwie dann doch, das wäre doch etwas zu kontraproduktiv. Da machen wir mal wieder einen Punkt, oder Faustus? Du hast doch so viele Sachen. Ja, genau. Also ich würde erstmal meinen Pheromontrick einsetzen, weil ich kann ja Männer und Frauen kontrollieren. Ich würde die beiden unter meine Kontrolle bringen und dann würde ich Catwoman dazu zwingen, Black Canary zu erwürgen mit ihrer Peitsche. Und ich würde Black Canary so weit kontrollieren, dass sie das geil findet, erwürgt zu werden. Und dann bleibt sie weiter unter unserer Kontrolle und dann frierst du die ein und dann ist die auch tot. Und aber so haben wir gewonnen. Also sterbe ich, während ich geil bin. Ja. Warum? Wie funktioniert das eigentlich? Du kannst einfach direkt Pheromone ausschalten oder brauchst du Pheromone? Ich sagte, ihr Körper kann dir Gifte und Pheromone und alles produzieren. Und, aber dafür müsst ihr uns ja erstmal berühren, denke ich, oder? Nee, die Pheromone, nur für Gifte müsst ihr euch berühren. Die Pheromone, die gehen von ihr aus dann. Wie halt aber von der du musst Pflanze ja eine bestimmte Nähe. Du könntest ja sonst könnte wir ich kämpfen dir ja die ganze wir kämpfen gegeneinander. Wir werden schon irgendwie ein paar Meter aneinander stehen. Naja, daher, dass Poison Ivy ja keinen richtigen Kampfstil hat oder sowas, würde es für sie eigentlich keinen Sinn machen, näher ranzukommen. Aber sie könnte immer noch von Killer Frost beschützt werden und ja, dann würde man ihr die Zeit geben, das zu machen. Ja, aber zwei gegen ein, weil Killer Frost alleine wird jetzt nicht gegen zwei gewinnen. Pass auf, dann machen wir es so, wir rennen halt auf die Gegner zu und Killer Frost gibt mir Deckung und dann wirkt mein Trick halt, wenn ich nah genug an den beiden dran bin. Das Ding ist, wir können das auch viel leichter machen, weil Killer Frost kann auch Böen erzeugen. Das bedeutet, man könnte das mit dem Gift bzw. Phänomen mischen, genau von Poison Ivy und in die Richtung von den anderen halt wehen. Wie kalt ist das denn und ist das Gift oder das Pheromon dann noch wirksam? Stimmt, das ist auch ein anderer Punkt. Oder würde es halt abgeschwächt werden? Und wenn das fast eingefroren ist, könnte ich es ja rein theoretisch dann zerstören mit meinem Schrei. Pheromon, das ist ja sowas, was man jetzt naja, nicht so wenn man es in der Böe sehen kann. Ja, ein Böe friert ja nicht ein. Böe ist, ja bloß, einfach nur, Böe ist halt nur ein kalter Wind, halt mehr nicht. Das sind ja bloß Partikel, diese Pheromone. Das sind ja das ist Pheromone halt eben. Dann laufen wir halt eine Ecke weiter weg oder so. Naja, ich habe eine taktische Ausbildung. Denkst du wirklich, ich laufe in die Falle rein? Die Reichweite der Pheromone ist halt schon. Nein, ich muss bloß dann kurz in eure Nähe kommen, dann habe ich euch. Dann seid ihr meine Sklaven. Ja, aber dann wieso, ihr, dann seid ihr genau meine Schlampen. Wieso genau sollten wir denn in die Nähe kommen? Wir kämpfen gegeneinander. Wie gesagt, dann bringt naja, Killer Frost mich erst von der Ich müsste nicht ran. In die Nähe kommen. Ich könnte auch von weiterer Entfernung schreien, rein theoretisch. Okay, aber dann können wir schon mal Catwoman Gebrauch machen. Dann muss ich sie leider opfern und töten. Ja, aber dann haben wir ist aber auch ein Punkt für uns. Dann gewinnen wir. Ich muss die Wolke aber erstmal kriegen. Und ich könnte ja genauso gut auf Killer Frost dann zurennen, in der Zeit, in der die Wolke mich verfolgt. Nicht einmal im Kreis oder übers Dach oder sonst wo, um die drumherum kommen. Du kannst das nicht sehen. Du kannst diese Wolke nicht sehen. Das ist keine so Wolke wie oben am Himmel. Das ist einfach bloß, das ist einfach bloß in der Luft. Das siehst du nicht. Genau, wenn das noch so mit einer Böe in deine Richtung gewegt wird, mit einem, ich weiß nicht, was die Windgeschwindigkeit dann ist. Ja. Und selbst wenn das so wie eben ist, dann kriegen wir trotzdem einen Punkt, weil hier Black Canary erstmal Catwoman töten muss. Es kann ja auch nichts Gutes für ihr Team sein. Aber wenn die Wolke auch über Killer Frost kommt, ist ja Killer Frost dann rein theoretisch mit den Pheromonen auch voll. Ist es dann so? Ja, aber die kann ich dann so, ich kann euch nach meinem Willen lenken. Ich kann euch alle kontrollieren. Ich kann euch alle wie Marionetten tanzen lassen. Ihr seid alles meine Schlampen. Okay, es wird hier richtig krass hier. Dr. Faustus, du hast hier die krassesten Rhymes oder. Also ich wäre immer dafür, dass man deinen Punkt gibt, weil es ist einfach, wir schalten einfach nicht aus, dann ist das 2 gegen 1. Kriegt ihr den Punkt. Sehr wow. Schön. So einfach ist es nicht auch irgendwie begründen, so, ja, 1944 kam das und das. Nein, das brauche ich nicht. Catwoman und ich, wir sind ja beide relativ stark und können das Doppelte unseres Körpergewichts werfen. Ich denke mal, dass wir relativ ähnlich... Was bei euch ungefähr 60 Kilo sein wird, so ja, schlank wie die sind... Ich denke mal, dass wir relativ, ja, ich denke, dass wir mal relativ ähnlich sind. Das heißt einer von dem könnte den anderen rein theoretisch werfen. So wie Hulk den Wolverine immer wirft, ne? Also wenigstens so ein bisschen. Und so werden wir dann Überraschungseffekt tatsächlich näher an euch dran plötzlich. Nehmen wir an, wer von euch wirft denn wen? Keine Ahnung. Jemand wirft einen von euch und ihr seid dann erstmal in der Luft und dann kann Killer Frost, keine Ahnung, einfach irgendwie mal solche Eiszapfen aus dem Boden wachsen lassen, die aufspießen in der Luft oder. Die ich aber zerstören könnte mit meinem Schrei, die Eiszapfen. Wenn du schnell genug reagierst. Ich würde einfach ununterbrochen schreien. Weil wieso sollten denn die Eiszapfen schneller kommen, als dass die schreien kann, wenn die Vibration schon in ihrer Kehle anfängt? Und was ihr auch immer wieder vergesst, in der New 52-Version konnte sie auch damit levitieren, also halt leicht fliegen mit dem Schrei. Das bedeutet, wenn man sie werfen würde und dann fängt sie direkt an zu schreien, könnte sie als einziger Charakter dazu in der Lage ist, zu fliegen, uns von oben angreifen, also permanent, und wir könnten nichts dagegen machen, außer flüchten. Ja, ich kann aber auch in die Luft. Ich könnte theoretisch eine riesige Pflanze unter mir wachsen lassen, auf der ich dann stehe. Die ich aber kaputt machen könnte. Dann wäre es auf jeden Fall ein Punkt für die. Yay! Ja, und so läuft's, so Leute, so kann es laufen. Dann würde ich aber sagen, dass wir wieder dran sind. Und auf jeden Fall, jetzt holst du alle Punkte wieder rein, okay? Oder du kannst auch mal was machen. Ich habe gar nichts aufgeschrieben, ich mache das gerade frei aus dem Raus, was ich weiß. Oh, Priester, gefällt mir. Also, Poison Ivy benutzt als Kleidung ja auch ihre Pflanze. Das heißt, sie hat immer irgendwelche Pflanzensachen bei sich und meistens bedeckt sie sich im Oberkörper mit Blättern. So, jetzt lasse ich einfach die Blätter fallen und die kann ja Pflanzen auch extrem schnell wachsen lassen. Und ich weiß aus der Batwoman New 52-Serie, dass sie aus den Pflanzen auch so Pflanzenmonster erschaffen kann. Oh,
Oh, nice. Ja, das ist wirklich so. Ich sag, Batwoman mit 52 und ich verschaffe aus diesen Blättern, lasse die so wachsen, dass ich so, keine Ahnung, so 10 Pflanzen-Monsterhelfer habe, die jetzt auch so menschengroß sind, vielleicht so ein bisschen so 2 Meter. Ja, aber sind die stark und oder sind die schwach? Doch, die sind schon, also die haben auch riesige Mäuler, mit denen sie irgendwie Stücke aus euch rausbeißen können, Beton rausbeißen können. Aber naja, es sind immer noch Pflanzen. Ja, und ich kontrolliere die. Ich kontrolliere die und die werden euch, die, aber Pflanzen, die setzen auf euch, die Pflanzen werden sind immer schwach gegen mich. Ich glaube, es geht darum, dass wir die Übermacht haben, weil wir dann in der Mehrzahl sind, aber trotzdem, also wir können es schon nutzen, weil ihr seid ja dann auch in dem Sinne wieder abgelenkt. Ihr müsst erstmal mit den großen Pflanzen anlegen, währenddessen können wir halt euch von hinten oder so angreifen. Wir können euch auch nicht auf lange Zeit beschäftigen, weil sei es drum, ob jetzt der Canary Cry oder das Catwoman mit ihren Klauen die Pflanzen zerschneidet, viel nützt es halt nicht. Das wird uns halt vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten schenken. Ja, aber meine Frage wäre, wie viele Pflanzenmonster Poison Ivy so erstellen kann? Das kommt auf das Material an, was ich habe. Also ach so, okay. Ich hätte jetzt aus ihrem Blätterkleid, hätte ich jetzt ungefähr geschätzt, hier 10 rauskriegen kann. Dann wäre sie wirklich das sind 2 Meter große Atzen, auch so ungefähr 2 Meter breit. Die sind so groß, dass wir auf denen stehen und auf denen reiten könnten. Und wie gesagt, die haben riesen Mäuler und die beißen Stücke aus euch raus. Und das ist richtig krass. Dann geht's brutal zu wie bei Eishockey-Spielen oder Thai-Box-Turnieren. Ich muss sagen, das sind einfach die geilsten Beispiele. Gegnerteam, habt ihr dagegen was einzuwenden? Also ich bin halt fest davon überzeugt, dass Pflanzen gegen mich immer relativ schlecht dastehen. Tun sie auch, aber das würde uns halt ein paar Sekunden. Wie lange die denn kontrollieren? Also das so lange, bis sie tot sind. Es wäre aber eigentlich genauso ein Ablenkungsmanöver wie bei unserem ersten Szenario, wo ihr dann gemeint habt, ja, es würde uns vielleicht ein paar Sekunden bringen, aber auch nicht genug rein theoretisch. Okay, gut. Und wenn ich diese ganzen Monster vereine zu einem riesen 6 Meter hohen Killerpflanze mit Ranken, die so groß sind wie ein großes Haus. Wir sind relativ flink. Dafür müsst ihr uns diese riesige Pflanze, die dann natürlich auch langsamer ist als kleinere Pflanzen, erstmal kriegen. Und wir könnten rein theoretisch gleich dran vorbei. Gut, ich kann diese Pflanze aber auch Sporen ausspucken lassen. Giftige Sporen. Die werden die einatmet, die euch töten. Eine giftige Sporenpflanze. Damit könntest du die ganze Welt regieren und das ist, finde ich, ein Szenario, das vielleicht ein kleines bisschen übertrieben ist. Das denke ich gerade auch so ein bisschen, weil wenn das so ist, dann wäre doch, das ist so, ich weiß, dass das so ist und ich weiß, dass das Bösewicht im ganzen DC-Universum. Doch, ist ja auch, ich weiß, dass man muss aber auch, wenn sie das... Und ich weiß, dass nur ein Batman die aufhalten konnte, weil ein Batman halt einfach alles kann. Wenn das Monster diese Giftsporen aussendet, dann haben wir schon mal da den Vorteil, dass wir die Black Canary tot machen. Dann stirbt vielleicht Killer Frost mit, aber Killer Frost opfere ich dann, weil ich dann das Gegnerteam tot ist und wir gewinnen trotzdem. Nein, guck mal, egal in welchem Szenario, wenn es darum geht, um Pheromone oder Gift, weiß schon, wenn das man es halt eben, das jetzt fällt mir das Wort wegen dir nicht mehr ein. Giftige Sporen. Schmerzen. Wenn man sie einatmet, halt, wie gesagt, alle töten. Außer mich halt, weil ich gegen Gift immun bin. Catwoman könnte ganz normal die Luft anhalten und sich dann halt immer noch frei athletisch bewegen, aber Black Canary können wir so dadurch ja den Mund tot machen, weil sie dürfte nicht atmen, das heißt, sie dürfte auch nicht den Mund aufmachen zum Schreien. Naja, ja, aber gut. Ich finde aber das Szenario relativ merkwürdig, das ist übertrieben. Weil rein theoretisch könnte sie ja aus den Blättern alles machen. Sie könnte doch rein theoretisch eine Festung draus machen oder sowas. Könnte sie, aber das habe ich selbst noch nicht gesehen. Deswegen, Naja, wir haben auch noch nicht gesehen, dass Poison Ivy und wir alle gegeneinander kämpfen. Und die kann sowas. Arkham, hast du das erste Mal Arkham-Spiel gespielt, der Bosskampf gegen Poison Ivy? Nee, aber ich kann es schon vorstellen. Ich überlege nur gerade. Also wir können halt Kompromisse hingehen, dass wir halt ein Konstrukt erschaffen, was euch dann halt einmal angreift, was uns eben einen Punkt einbringen würde. Und dann würden wir den Punkt dann nicht mehr verwenden. Ein Punkt ist an sich okay, aber dieses ich mache ein Monster sollte aufgebraucht sein als Argument. Weil ja gut, dann kommt das jetzt nicht mehr. Sonst würdet ihr nämlich alles gewinnen. Genau, das ist halt genauso, als würde man Deadshot nehmen und sagen, bei jedem Punkt, ja, ich gebe dir einen Headshot. Macht ja auch keinen Sinn für den ganzen Podcast dann so. Das ist jetzt aber richtig tricky, das ist auch so eine Combo-Attacke. Was wäre, wenn Frost Eiskugeln verschießt oder Eiszapfen, in denen Samen drin sind von Ivy, die dann irgendwie Canary treffen, zum Beispiel in den Mund, während sie schreit, und diese Samen tauen in ihr drin auf, gedeihen und töten sie von innen heraus. Oh. Das ist aber auch ein Szenario, da musst du echt wirklich treffsicher sein. Es hört sich einfach so schön an, aber das ist halt die Voraussetzung. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das funktionieren könnte, weil, na gut, es sind bloß Samen, aber ich weiß nicht, wegen dieser extremen Kälte, weil Pflanzen und Kälte vertragen sich jetzt nicht so mega und... Was ich eben auch denke, ist, dass vielleicht die Samen und so weiter kaputt gehen könnten durch die extreme Kälte und es dauert ja auch nicht nur 3 Millisekunden, bis sie die Samen in diese Bälle oder sonst irgendwas reinkriegt und da könnten wir vielleicht auch schon in der Zeit wieder was machen. Also rein theoretisch würde ein einziger Samen reichen, wenn der in ihren Mund kommt, weil ich den halt so wachsen lassen kann, dass die von innen vollkommen kaputt geht. Aber denkt ihr tatsächlich, dass ihr beim ersten Mal wirklich
trefft. Weil wenn ihr mehrmals versuchen würdet, das machen, würde ich halt My Gosh halten. Und dann würdet ihr ja darauf kommen, dass wir halt diese Strategie vorhaben. Dann eben. Ja, und dann könntest du deinen Mund nicht mehr aufreißen. Du könntest immer noch deine Schallbomben werfen und sowas. Ja, und ich könnte mich zickzackmäßig bewegen. Oder Catwoman würde mit ihren Krallen den Eis aufhalten. So. Sie hat auch krasse Reflexe und könnte dann so Daredevil-like sich hin und her schwingen und dann so alles abwehren mit ihren Krallen. Das wäre auch so meine Idee. Ich würde probieren, irgendwie einen höheren Punkt zu erreichen, weil die Scheiße muss ja erstmal nach oben fliegen und weiß ja gar nicht, was von der Geschwindigkeit oder wie weit das nach oben kommt. Und keine Ahnung, das könnte ja genauso gut zurückstürzen, wenn das genau senkrecht dann ab einem gewissen Punkt ist, wenn Catwoman so weit kommen könnte. Ich könnte theoretisch aber noch den Boden aufreißen mit den Pflanzen darunter, sodass die vielleicht kurz stolpern und das würde vielleicht reichen, um so einen Samen in den Mund zu bekommen, wenn die mal ganz kurz, wie gesagt, kurz stolpern und vielleicht dadurch abgelenkt sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich passiert, dass ihr in meinem Mund trefft? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Sehr gering. Mal eine andere Frage, was aber damit indirekt zu tun hat. Ich weiß, dass Catwoman jetzt keine Probleme hätte, mit ihren Klauen, sagen wir mal, Pflanzen zu zerreißen. Und wie sieht das aus mit Eis? Ich glaube, wenn man jetzt Eiszapfen nach euch wirft, könnte sie jetzt nicht das Ganze mit den Klauen abwerfen. Sie müsste dann schon ihre Peitsche benutzen, oder? Ja, das wird spannend, aber ich denke, sie würde viel treffen, zusammen mit dem Ausweichen könnte, also es geht eigentlich kaputt, das andere wird ausgewichen, denke ich. Und also dann ist auf jeden Fall Peitschenzeit. Und ich weiß auch nicht, wie gut Black Canary mit ihrem Stick ist, aber damit könnte sie sicherlich auch ein paar Sachen kaputt schlagen. Wenn andere Leute, die ein bisschen schnell sind, damit Kugeln abblocken können mit ihren Schwertern und so einem Scheiß, dann könnte die auch die Eiszapfen damit zertrümmern. Aber ich denke tatsächlich, dass das ein Szenario ist, das niemals funktionieren würde, einfach durch dieses First-Shot-Szenario. Ihr werft einen Splitter oder einen Zapfen, in dem sich Samen befinden, die giftig sind. Und ihr sagt jetzt, die werfen auf die und das trifft ihr Mund oder in ihren Arm. Oder irgendwo in einem Körper, ja, dass ich in dem Körper was machen kann. Nur ist es unwahrscheinlich, dass man mit dem ersten Mal direkt dann trifft. Ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und deswegen würde ich euch nicht deswegen den Punkt geben. Es steht übrigens gerade 2-2. Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich kann noch mit was kommen. Warte, lass mal die anderen erstmal aufholen. Okay, ja. Weil wir haben das eh schon sicher in der Tasche. Wir müssen noch ein bisschen Mitleid zeigen. Ja, das stimmt. Wollt euch nicht zu schnell, Mann. Ja, ich würde allen Scheiß werfen, den ich habe, indem ich auf euch zurenne, also Catwoman. Ich würde Black Canary erstmal ein bisschen außen vor lassen, weil das sind immerhin spitze Pfeile, Schlafgas, was vielleicht nicht bei Poison Ivy wirkt, aber eventuell noch bei Killer Frost. Scheiße, bei Killer Frost. Also, ich meine, die könnte probieren, das einzueisen, aber es muss ja auch erstmal, ne, die muss ja die Kugeln oder was auch immer erstmal treffen oder das Gas dann wirklich zielgerichtet treffen, weil Gas, ne, das hat ja keinen ist ja ein formloser Zustand. Ja, also wie gesagt, wenn so eine Gaskugel von Catwoman geschmissen wird, Gas ist ein formloser Zustand, den kann Killer Frost nicht sofort einfrieren. Ja, ob man dagegen Sporen schießen könnte, wie so einen anderen Nebel, keine Ahnung, lasse ich jetzt mal außen vor. Hebt aber eventuell die Wirkung ja trotzdem nicht auf. Dann es bringt sie doch nicht auf Ideen. Genau, tut's nicht. Ja, aber Katz bringt uns ja auch so ein bisschen auf Ideen, wenn er sagt, Catwoman könnte die Peitsche benutzen. Aber also, Faustus das muss man denen schon aufhängen. Einräumen. Was, wenn Killer Frost einfach vor uns eine Eiswand erschafft, die den ganzen Scheiß erstmal abblockt? Das würde gehen. Dann wäre zwar die Wand da, aber man könnte ja trotzdem immer aber die Wand könnte ich kaputt machen. Und dann müsstest du ununterbrochen neu machen. Das ist wie in diesen Cartoons, wo sie immer wieder Streichholz machen und einer pustet es aus. Weil wir haben ja nur Verwirrung und Ablenkung als machtvolle Verbündete, die wir aus Batman gelernt haben, ne, Theatralik. Und dann können wir nur probieren, den anderen Schlachen die Fresse zu verpassen auf irgendeine Art und Weise. Und das halte ich jetzt für keinen so schlechten Angriff. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Bist du einfach nur betont, dass ihr gut im Nahkampf seid? In dem Punkt ja, aber da müssen wir erstmal rankommen. Wir sind halt eher die Nahkampfmenschen. Natürlich könnte ich von der Entfernung angreifen, aber bei Engine macht es eher Sinn, von der Nähe anzugreifen. Und er hat eben diesen ganzen Gadgets, und das mit ganze denen wir schon angreifen können. Ne? Der ist heute richtig Black Canary-mäßig unterwegs. Wenn das jetzt wirklich das Szenario kommt, dass wir in den Nahkampf gehen, dann klar, da würde ich euch eindeutig ohne Diskussion einen Punkt geben wollen. Okay, also im Nahkampf sind auf jeden Fall die besser. Das ist klar. Sehr gut. Also, ja. Das stimmt, da würde ich dir den Punkt geben. Simon Aparto. Dr. Faustusso, hast du jetzt einen Killer Punkt? Frost, Katz, Killer Frost. Ja, kannst du nicht die Luft, also die Umgebung, so kalt machen, dass die Gegner erfrieren? Oder ich auch, dann würde ich mich opfern und wir gewinnen trotzdem. Das ist trotzdem ein Punkt für uns. Kann Wärme aus der Umgebung isolieren, das hast du recht. Dann mach hier minus, was ist der absolute Gefrierpunkt? Minus 100, keine Ahnung, 180 Grad oder so. und dann, minus 263 oder so war das. Da sind wir alle tot, da bin ich auch tot, aber wir gewinnen halt. Weil aber komm, so krass kann ich das nicht machen. Ich würde schon so machen, dass die so Umgebung minus 15, minus 30 macht, aber nicht minus 200, das ist schon übertrieben. Naja. Ihr wisst auch, dass es eure Bewegung ein bisschen einschränkt, die Kälte, weil da... Ja, sagen wir mal minus schon. 50. Ja. Catwoman ist mit dem Anzug mehr oder weniger geschützt und kann so ein paar Minuten länger überleben, aber für Black Canary wäre es das Problem. Aber in welchem Umfang könntest du denn Kälte machen? In welchem Radius, würde ich jetzt mal fragen. Das habe ich ja gar nicht herausgefunden, aber durch bloße Schätzung kann ich sagen wir mal einfach mal provisorisch. Kilometer. Ja, okay, das ist zu weit. Ich würde erst schon sagen, so 10
10 bis 25 Meter vielleicht. Das ist auch schwierig, weil man dann würde weiß ich vielleicht gar nicht in den Radius kommen. Wie empfindlich kommen. Da jemand ist. Also wie empfindlich ist, also ist jemand normales auf so Kälte? Ich meine, in Russland haben die auch minus 25 Grad und für die ist das normal. Ja, so. Da haben bloß mal über Wodka trinken und ständig dauerbesoffen sind. Auf einmal ist es halt minus 20, 25 Grad. Klar ist man da erstmal im Moment ein bisschen benommen. Hm. Wie schnell kannst du das denn? Also kannst du das so kalt oder... Ich würde sagen, dass es mit der Zeit braucht. Ich kann zum Beispiel erstmal den Radius klein machen und dann immer größer und größer. Dann sind es erstmal minus 5, dann minus 10, minus 20, minus 30. Das geht jetzt immer so weiter. Aber je nachdem, wie schnell das geht, könnte ich ja rein theoretisch wie so aus dem Radius flüchten. Genau, und du kannst wie Black Canary ein richtig krasses Echo erzeugen. Mann, Comic Engine, was machst du? Ich versuche gerade ein Argument dagegen zu bringen. Oder gegen nee, das Echo, das was man tun könnte. Und natürlich könnte man pauschal jetzt einfach mal sagen, desto näher man an Killer Frost kommt, also mehr in den Radius, desto kälter wird das. Das bedeutet, wenn man versucht zu flüchten, kann man davon entweichen. Und dadurch wäre für mich das Argument nicht wirklich schlagkräftig, würde ich mal sagen. Aber man kann euch damit schon mal auf Distanz bringen und dann könnte man uns dafür Zeit geben, uns zu reformieren und halt einen Plan zu machen. Das stimmt wieder, aber dann wären wir wieder an dem gleichen Punkt wie am Anfang. Ich glaube, das ist echt hart, wenn du mitten im Kampf bist und dann kommt sowas, weil auch wenn du abhaust, du hast ein paar Grad minus geatmet und das ist ja, also für jemanden, der gerade auf Betriebstemperatur ist, mitten im Kampf oder im Sport, ist das schon, ja, ich weiß nicht, wie krass das einen beeinflussen kann, aber es kommt jetzt darauf an, hält man die Luft krass an und so weiter. Man sollte aber auch noch bedenken, dass ja die Temperatur plötzlich fällt. Es ist ein plötzlicher Temperaturabfall, was der Körper ja auch erstmal verdauen muss. Wir wissen nicht genau, wie plötzlich das ist. Man müsste einfach den Punkt geben, weil es darum geht, dass ihr darauf nicht vorbereitet seid. Und wenn es wirklich darum geht, wie Engine sagt, mit dem Kampf, dann seid ihr nicht für gewappnet. Der Körper muss erstmal sich darauf anstellen und erstmal anpassen. Ich finde, ihr würdet uns, wenn dann, ein bisschen schwächen und dann wäre es auch schon wieder vorbei. Und wir wären eigentlich am Anfang, nur dass wir halt ein bisschen erstmal wieder uns wieder aufwärmen müssen, aber wirklich besiegen oder K.O. oder sonst irgendwas würde niemals. Wir lassen euch aber die Zeit nicht, um mich aufzuwärmen. Okay, ganz ruhig, Schiedsrichter, komm. Also das Ding ist, zum Beispiel Killer Frost macht es ziemlich kalt, minus 15 Grad oder so, dann würden Catwoman und so abhauen, dann würdet ihr die verfolgen, wieder kalt machen, dann würden die wieder abhauen. Alter, wie weit soll es noch gehen? Da seid ihr wieder am Anfang. Deswegen kann ich keinen einen Punkt geben. But die hauen aber ab, die sind Feiglinge. Nein, wir die rennen ja nur nicht aus dem Radius raus, dann dürftet ihr ja auch nicht nie aus meinem Radius von dem Schrei oder sowas laufen. Komm, wir laufen aus dem Radius raus. Leute, neutraler Punkt, okay? Neutraler Punkt, Leute? Ja. Mir ist gerade das tolle Wortspiel eingefallen, wir machen euch kalt. Gegner, Punkt. Irgendwie dämlich, dass wir uns die ganze Zeit auf Black Canary konzentrieren, weil Catwoman ist auch noch da. Sie braucht auch ihre Liebe. Aber das Simpelste ist einfach, mit ihr den Mund zuzumachen. Warum nicht? Aber wie willst du mir den Mund zumachen? Einfrieren. Zum Beispiel. Aber hätte ich dann nicht Catwoman, die mir da irgendwie meinen Mund wieder befreit? Gut, kann sie auch machen, aber wenn sie halt gerade attackiert wird von den anderen, ist es halt blöd. Was ist eigentlich, wenn Killer Frost in den Nahkampf geht? Die kann doch ihre Haut eigentlich mit so Eis überziehen, dass ihr die Schläge nicht so viel ausmachen. Und in ihrer, und wenn ihr sie berührt, ich meine, ihr berührt dann Eis da gerade und... Faustus, aber dafür kannst du einen anderen Punkt einwerfen. Sei mal kreativ, hast du noch irgendwas Neues? Ja, den krassesten und absolut overpoweredsten Punkt, denn ich kann alle Pflanzen im Boden benutzen und ich würde einfach den Boden aufreißen lassen und Pflanzenranken herauskommen lassen, die beiden einwickeln ganz schnell und dann unter den Boden ziehen und zusammendrücken zu blutigem Matsch, bis der Körper begraben wird und der Kadaver zum Wirt von Würmern und Maden wird. Aber ist das nicht schon wieder so Monsterpflanzen? Nö, das wäre einfach meine Ranken. Aber wie schnell macht eine Pflanze den Boden auf? Und vor allem Ivy kann das sehr schnell. Wie gesagt, Ivy konnte so ja, schnell das, reagieren. Das müsste ja in Millisekunden sein. Ivy konnte so schnell reagieren in Gotham City Sirens, dass sie schnell eine riesige Pflanze aus dem Boden wachsen lassen konnte, die ein auf sie herabfallendes Gebäude aufgehalten hat. Okay, dass sie aus dem Boden so schnell rauskommt, okay. Aber dass sie uns dann so schnell auch wieder runterzieht, wir könnten ja auch rein theoretisch auch ausweichen. Vor allem Catwoman, die ist ja so flink. Catwoman würde ich das zutrauen, aber Canary nicht. Wenn ich erstmal, das geht ganz schnell, wenn ich auch erstmal eure Beine habe, die wickeln sich ja nicht so direkt um dich, die kommen erstmal um eure Beine hoch und wickeln sich ganz schnell so um euren Körper drumherum. Catwoman und Black Canary würden halt nicht damit rechnen, dass aus dem Boden jetzt so Ranken kommen. Ich habe auch noch was, ich will noch was ergänzen. Faustus, was ist eigentlich, wenn wir so die Maulwurftechnik benutzen und vergraben unter die Erde mit Hilfe der Pflanzen und dann halt irgendwie in Moment der Überraschung angreifen so. Habe ich noch nie gesehen, dass Ivy das gemacht hat. Schade, okay. Ich glaube, das kann sie nicht. Also, okay. Darf ich noch kurz was sagen? Ja, klar, so. Wenn Catwoman schnell genug wäre, um auszuweichen, es dann schaffen würde, es kommt natürlich darauf an, wenn die Ranke so dick ist, dass sie es nicht durchschlagen könnte mit Krallen oder sowas, dann könnte sie eigentlich rein theoretisch auch nicht meine Beine so gut erwischen. Deswegen müsste es eigentlich eine nicht ganz so dicke Ranke sein, die... Ich merke einfach, dass du noch nie einen Comic von Poison Ivy gelesen hast, oder wo sie dabei war. Nein, ich habe noch keine Poison Ivys. Nein, nein, nein.
Natürlich habe ich Poison Ivy Comics. Dann zähl mal auf. Wie redest du denn bitte mit ihr, ne? Das ist der größte Poison Ivy Film. Nein, ich will es hören. Zähl auf, was du gelesen hast. Zähl auf. Ich merke, du bist gerade richtig angepisst. Poison Ivy, Aufgabe 2. Na los, zähl auf. Was hast du mit Poison Ivy dabei ist? Okay. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo dein Problem liegt. Genau, Leute. Warum ist das so wichtig? Also ich glaube, das funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert, so wie ich das mache. Ja, okay, wenn du davon fest überzeugt bist, kann man ja eh nichts dagegen sagen, weil du sonst immer gleich angepisst bist. Ich bin angepisst. Ja, offensichtlich schon. Du greifst gerade an. Wen greife ich denn da? Weil es hier, wir kämpfen gegeneinander. Leute, ihr seid doch keine Kinder mehr. Genau. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wieso ich mich jetzt rechtfertigen sollte, weil hier Comics ich habe. Das hat doch nichts mit dem Kampf zu tun. Ich habe einfach nur gerade gesagt, dass es für mich so ist. Können wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Wir haben uns alle lieb. Okay. Schiedsrichter, wir waren also bei dem Punkt, dass die Ranken aufgehen und die dann halt fesseln und dann zu drücken und so ein Kram, ne? Das stimmt. Also, wie gesagt, aus dem Boden kommen halt diese Ranken. Catwoman und die andere halt würden das halt, das wäre halt ein krasser Überraschungsmoment, die würden das nicht erwarten und man hätte die halt runterziehen können. Aber jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt Catwoman schnell genug reagieren würde und diese Ranken zerschneiden würde und sich dann auch festhalten würde und hochziehen, das würde auch gehen. Das kommt jetzt halt nur auf die Reaktionszeit von Catwoman an. Catwoman hat überdurchschnittliche Reaktionszeiten. Dann wäre es halt möglich, dass sie die Ranken zerschneiden würde und sich dann auch schnell hochziehen könnte. Das würde dann halt bei Catwoman gehen. Bei der anderen aber, dann wäre sie unten und sie wäre tot. So, dann wäre es aber immer noch 2 gegen 1. Dann hätten wir trotzdem noch einen Vorteil, oder? Dann hättet ihr einen Vorteil, weil 2 gegen 1 ist halt, dann seid ihr halt in der Überzahl. Ich könnte euch den Punkt geben, weil ihr hättet dann die andere ausgeschaltet. Sehr gut, du kriegst dann später den 50 Euro. Gleichstand. Ich könnte jetzt noch bringen, dass Catwoman sich auszieht und sich an Poison Ivy ranmacht, aber ich lasse das einfach mal. Oh, ja. Ich habe im Grunde keinen Punkt. Also ich weiß zwar, dass Catwoman auch jetzt in Richtung Bisexualität geht, aber das hilft mir, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Nee, also ich bin da am Ende für mich so, weil ganz einfach, egal was wir tun, das ist eine Kombination von Ablenkung und allem, was ich eben sagte. Was ich mir halt gedacht hatte von Anfang an, was ich aber dann durch meine eigene Logik dann so ein bisschen verflüchtigt hatte, war, dass Black Canaries Mutter und auch sie haben ja als Floristin gearbeitet und sie dadurch auch großes Wissen, was Pflanzen angeht und so weiter hat. Es hat sich dann aber dadurch verflüchtigt, dass Poison Ivy irgendwelche krassen Monsterviecher macht, von denen natürlich auch Floristen keine Ahnung haben. Dadurch ist mein Argument selber kaputt gegangen. Könnte Killer Frost nicht eigentlich irgendwelche Eisdoppelgänger auch von sich schaffen? Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber, ja, oha, aber könnte die dann so gehen und so? Die Frage ist, erstens, wie krass sind die Doppelgänger, das heißt, wie stark, wie gut kann sie kontrollieren, wie viele kann sie gleichzeitig kontrollieren und aber es ist Eis, die müssten sich auch bewegen können und so weiter. Ja, genau. Und noch aber es sind ja eigentlich statische Objekte, oder? Man hat schon Naruto gesehen, so Eisdoppelgänger ist halt alles möglich. Eisdoppelgänger. Ja, gibt's auch, guck mal. Aber was ich mich frage, erstens, wie viele kann sie gleichzeitig kontrollieren? Und zweitens, wie gut kann man das Duplikat vom Echt unterscheiden? Und kann man sie halt mit einem Schlag zerstören oder halt nicht? So, es ist halt gesagt, es wäre bloß eine Möglichkeit, die wir vielleicht noch in der Hinterhand hätten. Es ist halt die eine Möglichkeit, 10 Duplikat zu erstellen, die wirklich identisch aussehen und mit 3 oder 5 Schlägen erst besiegt werden können oder halt nur 1 oder 2, die man halt durch Anschubsen schon zerstören kann, so Schneemänner so. Und da bin ich nicht geschult drin, deswegen würde ich das nicht wirklich als Punkt benutzen wollen. Ja, es wäre auch, ich wüsste jetzt nicht, ob die sich bewegen könnten, weil an sich kannst du Wärmeenergie absaugen und in Kälte machen. Ich weiß aber nicht, ob du die Kraft hast, irgendwelche Eissachen Menschen bewegen zu lassen oder sowas. Und ich wüsste auch nicht, wie man Eisskulpturen so real aussehen lassen würde, von Klamotten her und so auch. Von der alten Killer Frost könnte man sich das noch denken oder so, aber von der neuen Caitlin habe ich bisher so wenig gesehen, die ist ja noch relativ jung. Und das Einzige, was man halt bisher gesehen hat, dass sie halt so Eiszapfen erschafft oder so Barrieren, aber wirklich Konstrukte erschafft, einen eigenen Willen haben, das ist glaube ich zu krass für sie. Oh, jetzt, weil das Ding ist, wir haben jetzt das halt verfahren, da steht jetzt 3-3. Ich würde am liebsten im Podcast doch noch irgendwie noch einen Gewinner küren. Schiedsrichter, müsstest du jetzt dich für ein Team entscheiden? Auf der Grund der Basis, was du jetzt heute gehört hast. Ja, also Poison Ivy würde gewinnen und Killer Frost würde ich sagen, dass sie gewinnen würden, weil das halt so, die sind halt krass, also. Das ist kein Argument, sie sind krass. Krass. Also musst du jetzt einen Punkt geben. Ja, dann würde ich euch den Punkt geben. Ihr habt gewonnen, ihr werdet die krassesten Doktor Frost. Darf ich kurz was dazu sagen? Natürlich. Ich finde halt tatsächlich auch, dass ihr gewinnen würdet, aber das auch daran liegt, dass ihr einfach 2 Menschen seid mit Kräften, weil Catwoman ist eben einfach ein guter Nahkämpfer, aber an sich kann sie jetzt nichts Krasses. Und dadurch ist es eigentlich gar nicht möglich, dass wir wirklich dann gewinnen würden im direkten Kampf, glaube ich, außer mit Zufall und sehr viel Durcheinander.
klar, sonst ist jetzt 2-Meter-Wesen gegen 1-Meter-Wesen und normalen Menschen, aber man hat schon sehr oft in der Vergangenheit gesehen und das war halt wirklich meine Hoffnung, dass auch ein Mensch 1-Meter-Wesen, dass auch ein Gott gestützt werden kann. Das hat man schon mehrmals in Comics gesehen. Schon mal, an sich haben wir uns gar nicht schlecht geschlagen und damit bin ich relativ zufrieden und ich denke dafür, dass wir wirklich ein Mensch 1-Meter-Wesen gegen 2-Meter-Wesen sind, haben wir uns echt gut geschlagen. Eben, wir haben nur mit einem Vorsprung gewonnen. Das war halt wirklich Kopf an Kopf. War cool. Ihr habt selbst gehört, schreibt halt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es war auf jeden Fall cool mitzumachen. Mein Name ist Redcap und bis dahin, ciao. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es waren Szenarien dabei, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Und trotzdem fand ich, wir haben uns relativ gut geschlagen. Und falls ihr tatsächlich nochmal irgendwann jemanden braucht, wäre ich vielleicht sogar nochmal wieder dabei. Ich fand es auch interessant, mal dabei zu sein, weil ich hatte absolut keine Ahnung, was da auf mich zukommen würde. Ich habe auch nicht wirklich andere VHS-Podcasts vorher angehört, sondern nehme die Sachen dann einfach, wie sie kommen und fand es wirklich super cool. Und am Sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal.